Na, guck mal. Ich finde, die Karre lässt sich auch voll gut fahren. Also die ist schnell, aber die ist auch sehr, irgendwie trotzdem sehr kontrollierbar. Escort Bailey Diebstahl. Keine Ahnung, was ich ohne dich machen würde, Jimmy. Du bist ein echter Glücksgriff. Ich habe heute erfahren, wo man einen Escort Bailey auftreiben kann. Einen echten klasse Wagen. Reiß ihn dir unter den Nagel, mein Freund, und behalt ihn. Du hast es dir echt verdient. Stiehl den Escort Bailey und bring ihn zur Garage. Okay, let's go. Escort Bailey, was ist denn das für einer? Ich hab jetzt gar keinen Bild im Kopf. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ah, okay, es ist dieser. Haben wir so einen nicht schon in der Garage? Nee, es ist nochmal ein anderer, ne? Es ist nicht dieser Benz-Verschnitt. Wo müssen wir hin? Warum zeigt er? Okay. Der lässt sich viel schwerer fahren als der hervor. Aber er ist auch wesentlich schneller. Also wesentlich schneller. Ja, das Ding ist extrem schnell. Alter, was ist denn mit den Game Loss? Das ruckelt so heftig. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Mistkerl, Alter, das ist so eine Verarschung, Alter. Oh mein Gott, du Assi, ey. Ey, höchstgradig asozial. Oh mein Gott. Ey, vor allen Dingen kurz bevor wir ihn abgeben konnten. Das waren alle Wagenhändlermissionen. Erfolgreich, gratuliere. Du hast alle Wagenhändlermissionen abgeschlossen. Du kannst nun alle Missionen wiederholen, um deine Ergebnisse in den besten Listen aufzubessern. Gespeichert wird nur das jeweils beste Ergebnis einer Mission. Weiter. Ja, juhu, wir können das alles nochmal spielen. Sehr schön. Dann holen wir uns, glaube ich, das Auto jetzt mal. Er ist richtig schnell. Ich glaube, wir sollten ihn nicht tun. Okay, es sind jetzt der Don und Pam in der Klemme. Okay, machen wir als erstes der Don. Dann war es das. Würden wir ihn doch tun? Ich weiß nicht. Vielleicht ja doch. Oh, die Beschleunigung von den Autos ist legendär. Der Don. Du hast Big Sal genau da, wo du ihn haben wolltest. Natürlich hat er seine Arschkriecher zusammengerufen. Egal, früher oder später müsstest du dich sowieso um sie kümmern. Leg sie alle um und lösche die Gravina-Familie aus. Erledige Big Sal. Jetzt geht's rund. Jetzt kommt die Vendetta. Einmal ein Stückchen weiter zurück. Ups. So convenient and portable about the size of a lunch pail.
Der ist doch fast neben uns. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der, ey? Scheiße, bin ich gut. Ja, Jimmy, du bist der Hit, verdammt. Was? Manchmal spackt die Steuerung auch. Digga. Hau ab, Mann. Ich schwöre, irgendwas ist off mit der Karte. Das ist dasselbe Spiel. Das ist dasselbe Spiel. Am Anfang habe ich immer gesagt, ey, ich will immer, es sieht näher auf der Karte aus, als es ist oder sowas. Bei den Autos, immer wenn ich abbiegen wollte. Oder nee, genau, auf der Karte sieht es weiter weg aus. Und das ist halt bei der Position von den Menschen auch. Es ist so schwer einzuschätzen, wo jemand ist, anhand der Position auf der Karte, Alter. Ich weiß nicht genau, was sie da falsch gemacht haben, aber irgendwie ist das... Ja, es ist nicht genau so, wie es ist. Also es ist nicht originalgetreu. So, boom. Der eine wurde mir noch nicht mal angezeigt. Von wo? Ja, das... Ey, das geht so hart auf dem Scheißsack, Alter. Das ist genau das, was ich meine, ey. Teilweise werden die gar nicht angezeigt, teilweise werden sie ganz komisch angezeigt. Ich weiß es nicht. Ich find's richtig merkwürdig. Weil das ist auch was, was so... Ich weiß nicht. Das ist in den ersten zwei Folgen gewesen. Da ist mir jetzt direkt aufgefallen, dass es einfach komplett off wirkt zu dem, was in der Wirklichkeit passiert. Und dass es nicht irgendwie die richtigen Proportionen hat oder so. So, Alter. Guck mal, der wird uns doch nicht mal angezeigt. Wo, von wo? Okay. Push jetzt auch so weit es noch geht nach vorne. Oh, so eine Nervbacken. Okay. Ist er auf dem Schiff drauf? Alter, du bist richtig weit weg. Ey, wie kannst du mir so einen Ärger machen, Alter? Oh. Und wo kam das andere? Auch von da irgendwo. Ganz hinten am Arsch der Heide, Alter. Ja, hau ab, Mann. Oh, das war ein Zivilist. Mistkerle, ey. Und da kommen immer mehr. Der Mann ist tot. Der vorne leider nicht. Bingo. Scheiße, bin ich. Ey, vielleicht haust du mal ab, du blöder Zivilist. Digga, das ist so eine Verarschung, ey, Säcke. Haut ab, Mann. Da. Keine Ahnung. Ist da immer noch eine? Ja. Dann gib mir mal Deckung, mein Freund. Wir gehen jetzt auch noch da vorne. Toll.
Pisser. Okay. Steht da Feuer drin und schießt einfach auf mich, Alter. Und stirbt dabei. Man hört richtig. Ey, das ist voll die ätzende Scheißmission, Alter. Und wir haben keine Munition mehr und müssen jetzt nach jeder Scheißmission einmal zu Harry fahren oder was? Und uns anhören, was seine Mutter gesagt hat, Alter. Immer zu ihm. Was totaler Bullshit ist, übrigens. Sorry, Harry. Aber deine Mutter hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, Mann. Ja, bringt mich einfach um, bitte. Dankeschön, so. Vor allem siehst du von hier aus niemanden, Alter. So, bam, 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 so. Have fun, ihr Pisser, Alter. Klar, gibst du mir den Deadly. Und wir haben Zivilisten getötet, geil. Sieben Schuss, Mann. Oh, guck mal, ich kann nicht mal damit schießen, Alter. Warum kann ich mit den scheiß sieben Schuss nicht schießen? Ja, jetzt geht's, Alter. Jetzt geht es auf einmal. Da f*** ich. Ey, so dumm. Mein Gott. Ey, wenigstens sind am Hafen keine Polizisten. Ja, natürlich. Die werden direkt auf mich aufmerksam. Da, komm. So, der nächste. Okay, der wartet da vorne. Dann läuft er doch jetzt hier lang, Alter. Macht auch viel Sinn. Wir laufen jetzt einfach komplett straight. Ja, tschüss. Egal. Keine Ahnung. Guck mal, das ist schon hinter mir, diese ganze Truppe, Alter. So, die haben wir schon mal. Wir versuchen aber die Waffen auch noch von denen einzusammeln. Falls einer von denen geile Waffen hat. Hier, der hat Müllwaffen. Brauchen wir gar nicht hingehen. Ja, genau, Alter. 10 Kilometer weit weg, Digga, aber Killer-Aim des Grauens. Vor allem mit sonst. Ich würde es ja noch verstehen, wenn die irgendwie Sniper-Gewehre hätten oder so. Wo kommst du her? Ey. Der Mann ist tot. Cool, Jimmy. Bam, Alter, der hat gesessen. Bam. Oh ja. Der hat es natürlich überlebt. Oh, wie die uns einfach. Wie die uns einfach. Digga! Ey, wie die uns herumschwärmen einfach. Mein Gott, Alter, ihr geht so hart auf den Sack, ey. Oh mein Gott. Ey, so eine Säcke. Oh mein Gott. Alter, es ist nicht zu fassen. Und jetzt werden wir richtig gebumst von denen. Adios, Arschloch. Keine Ahnung. Pures Glück wahrscheinlich. Bingo. Bam. Jetzt. Ich finde das scheiß Ding weg, Mann. Ja, los, komm her. Warum fliegt das nicht in die Luft?
Mann, das geht so hart auf den Sack, ihr Schweine, ey. Okay, wir laufen durch. Jetzt kommen die hinter uns. Wo ist der andere? Ey, ich schwör. Ey. Ey, ihr seid so eine Ratten halt. Alle zusammen einfach. Okay. Jetzt hier einer. Haben wir. Da hinten steht noch einer. Haben wir auch. Der hinter uns. Hat keine Anstalten bis jetzt gemacht, uns hinterher zu laufen. Da kommt der nächste. Der hinter uns ist immer noch. Verdammt chillen. Er zielt zwar ein bisschen in unsere Richtung. Alter! Wo kommen die her? Und unsere Munition geht uns doch aus. Ist das... Ist das der? Nee. Wieso? Volltreffer. 21. 22. Wir haben ihn gleich. Gleich haben wir ihn. Und da hinten auf der Dings schießen die schon. Scheiße, bin ich gut. Digga, ihr mit euren Killer-Aim. Unglaublich. Oh mein Gott. Was ist das jetzt endlich? Mein Gott, das ist er. Er kann 1000 Schüsse ab. Oh nein, bitte nicht. Nein. Oh, er musste auch nachladen, zum Glück. Oh mein Gott, lass mich endlich in Ruhe, bitte. Haben da noch mehr? Hinter uns auch. Aber ich kann jetzt nicht, ich kann nicht mich umdrehen. Okay, ich kann mich jetzt umdrehen. Hä, war... Ich würde schon sagen, was war das denn? Mann, ihr stirbt! Okay, ich hoffe, wir werden jetzt auf dem Rückweg nicht noch weiter angegriffen einfach. Könnte noch, dieser eine könnte hier noch sein. Okay, hinter uns ist auf jeden Fall auch noch einer auf der Karte. Okay, wir müssen wieder ganz zurück zum Anfang. Wir haben ein Viertel der Zeit aber auch erst verbraucht. Bis jetzt sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwer oder irgendwas. Da vorne sind die LKWs, da müssen wir auch hin. Ist man eigentlich schneller ohne Waffe ausgerüstet? Ich glaube nicht, oder? Sieht nicht so aus. Okay. Oh, was für eine stressige Mission. 38 Kills. Ein B-Rang. Danke dafür, ey. Und unser Auto ist... Leider noch gefunden. Aber $200 ist ja gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt kommt der letzte. Das muss man ja sagen, die Waffe, die Karre ist super schnell. Komm, wir holen uns immer schnell hier. Der ist nicht in unser Auto reingefahren, nee. Okay.
Jimmy hier. Ja, der Jimmy. Das übliche Anliegen. Alles klar. Schick später jemand mit der Kohle vorbei. So, mal gucken, ob die letzte Mission jetzt schon... Das ist jetzt Brody, ne? Herr Brody. Ich hoffe, die Mission ist nicht ganz so heftig, Alter. Die war richtig schwer. Wie viele da gespawnt sind einfach. Das Lied ist crazy. Die Mission, die Folge hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen Überlänge. Es tut mir leid, aber. Dann teile ich es auch nochmal in zwei Folgen, ich weiß es nicht. Mal schauen. Könnte man überlegen. So. Auch wieder 4 Sterne. Tam in der Klemme. Es ist an der Zeit, Tam einen Besuch abzustatten. Du hast ihn terrorisiert, seine Gang ausgelöscht und sein ganzes Leben ruiniert. Jetzt musst du den dämlichen Wichser nur noch erledigen. Er hätte es besser wissen sollen, als dich zu verärgern. Erledige Tam Brody. Er hat mich nicht verärgert, er hat mich eiskalt verraten. Obwohl ich die ganze Zeit Aufträge für die gemacht habe und die ganze Zeit denen geholfen habe. Nur mal, by the way. Ah, okay, wir müssen jetzt anscheinend zu den Dingen, wo wir auch gegen diese komische Gang angetreten haben. Okay, wir müssen uns den Weg bestimmt eh durchschießen. Die Karre sieht cool aus. Wir haben leider nicht mehr viel Munition. Der Mann ist tot. Der Mann ist tot. Und der hat gesessen. Hallo. Nicht schlecht. Boah, ist die Ratte groß. Volltreffer. Bingo. Alter! Aua. Warum sammelt er die Munition immer nicht ein, wenn die ein bisschen liegt? Oder hat er die jetzt? Anscheinend. Wo ist der Typ da vorne? Nacht.
wir uns hier weiter durchschießen? Ich weiß es nämlich nicht. Am besten wäre, den Weg zurückzugehen, den wir gekommen sind. Wo ist der? Der muss ja hier... Adios, Arschloch. Ist er da oben drauf oder so? Ich weiß es nicht. Das ist genau entweder über uns oder... Was meine ich? Wir sind doch jetzt fast genau auf seiner Position gewesen, Alter. Wo ist der? Keine Ahnung. Hast du die großen Jungs ausgesucht? Ja, okay, und jetzt tötet er mich einfach. Sehr schön. Ist da oben drauf. Okay. Vielleicht war es doch dumm, hier lang zu gehen überhaupt erst. Ich dachte, vielleicht kriegen wir hier auch noch vielleicht irgendetwas. Ich hoffe ja immer die ganze Zeit noch auf eine Belohnung. Komischerweise. Müssen wir da rüber? Nee, wir müssen glaube ich einfach hier durch. Wahrscheinlich ist das hier so eine Art Belohnung. Oder das? Auch B. Hinweis, du hast deine Gegner erledigt. Ihre Organisationen sind zerschlagen. Tut mir leid, du Held, aber du bist noch nicht fertig. Die Schweine Gravina und Brody waren nur Marionetten. Ein Mann steht hinter den beiden. Finde Richter Hillwood und erledige ihn. What? Richter Hillwood? Schade, jetzt das gelbe Auto weg. Aber das war ja dasselbe, glaube ich, ne? Richter Hillwood. Der Big Boss. Okay. Then let's go. Anscheinend steht noch hinter allem Richter Hillwood. Machen wir den mal Platz. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es in zwei Folgen. Ich muss mal gucken. Weil mit 1,5 Stunden hätte ich mich noch zufrieden gegeben. Ich finde 2 Stunden schon extrem lang, oder? Scheiße, ist das Ding schnell. Ich habe eh überlegt, ob ich vielleicht die Folgenlänge reduzieren soll, um einfach mehr produzieren zu können auch, ne? Heidewitzka, das war ja... Wir sind auch komplett gesucht. Im Prinzip hätten wir auch die bestechen können. Naja, jetzt egal. Den werden wir auch ganz leicht auf der Brücke los. Weil der kann nicht dranbleiben. Das andere Auto war schneller, ne? Unser Cabrio. Das hat so schnell beschleunigt. Ich glaube, das ist... Kommt mir so vor, als wäre es das Auto mit der schnellsten Beschleunigung von Grund auf. Ich weiß natürlich nicht, ob es getuned war oder so. Aber ich glaube nicht. Scheiße, ist das Ding schnell. Boah, 5 Sterne alleine. Wollen wir nochmal zu Harry fahren? Vorher das machen wir einmal, ey.
Wir gehen da vorne einmal zur Telefonzelle. Wir kaufen uns frei. Jimmy hier. Ja, der Jimmy. Das übliche Anliegen. Alles klar. Schick später jemand mit der Kohle vorbei. Okay, wir gehen jetzt noch einmal das letzte Mal zu Harry. Bevor wir den Richter umbringen. Da war unsere Radkappe weg. Mist. Ja, Jimmy, was soll ich sagen? Man kann ja mal gucken, ist das Ding getuned? Hey, willkommen. Hallo. Wie kann ich helfen? And I'll be needing you so. Wollen wir. Wir machen Team 3. Komm jederzeit wieder. Oh. Wahrscheinlich lässt es sich jetzt wieder gar nicht fahren, oder? TRP? Geht eigentlich. Und bis jetzt lässt, also ich finde, es lässt sich ganz gut fahren. Jimmy hier. Rein mit dir. Rein mit dir. Hey, morgen. Brauchst Hallo. Du eine richtige Wumme oder nur eine Pistole? Wie meine Mutter immer sagt, ja. Man kann nie genug Munition haben. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Ed Warling's Electrical Appliances, from radios to television sets to the all- Okay. Color television sets. Ed Warlings has what you need. So, dann raus hier. Ciao. Du wirst langsam mein bester Kunde. Hallo, ich bin ja wohl dein bester Kunde. War gerade eben erst vor 5 Minuten hier. Das meiste Geld haben wir echt bei Harry gelassen, glaube ich. Oder? Ja gut, Tuning ist auch ziemlich teuer, ne? Ja, die Karre sieht auch cool aus. Ein Eiswagen. Ich glaube, die Karre geht mit Tuning auch noch fit. Sagte ich und fuhr in den Gegenverkehr aus Kontrollverlust vor mein Auto. Also von allen Autos, die ich bis jetzt auf Level 3 getuned habe, lässt sich das hier noch mit am besten fahren. Weil das lässt sich noch echt ganz gut fahren. Okay, mal gucken. Der Big Boss. Du hast das Ende deiner Vendetta erreicht. Der letzte dreckige Bastard wartet auf dich. Richter Haywood. Der größte Betrüger in Empire Bay. Er kontrolliert die Polizei, die Gerichte und sogar die Gangs. Du wirst nie den Moment vergessen, als er dich ins Gefängnis gesteckt hat. Tu der Gerechtigkeit Genüge und schick ihn in die Hölle. Erledige Richter Haywood und seine drei Kollegen. Na, aber sicher doch. Richter Haywood also. Was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein Symbol? Auf
auf der Karte. Guck, das so, sieht aus wie eine Pistole, gemischt mit dem Kreissymbol. Oh, sorry. Mann, jetzt hör auf weiterzufahren, du Affe, Alter. Nervensäge, ey. Schleicht da rum wie so ein Affe. Okay. Sind wir hier schon mal lang gefahren überhaupt? Nee, hier waren wir noch nie, oder? Überhaupt waren wir auch in diesem Gebiet hier schon mal? Kann man da überhaupt hin? Da hinten ist ja Zugang, aber da war nie irgend... Also wir mussten hier nie irgendwas machen, oder? Vielleicht kommt das ja noch mit Joey's Adventures, wer weiß. Mann, bin ich gut. Ey. Badaum. Au! Wo kamen denn die Schüsse gerade her? Keine Ahnung. Von hier hinten auf jeden Fall. Wir können uns ja mal die Munition holen. Digga, das Feuer ist aus von den Dingern! Erklärt es mir. Wo ist der hier? Wo? Da drin oder was? Okay. Dann krieg ich nicht mal ein nicht mal irgendein Zeichen, dass ich ihn getroffen habe oder irgendwas. Unter uns kommen wir noch rein. Das erklärt einiges. Ich habe keine Ahnung, wo die Schüsse herkommen. Von hinter uns vielleicht diese Typen jetzt? Keine Ahnung. Jetzt unten hier rein. Mehr? Nö. Ah! Aua. Wir sollten oben, glaube ich, nochmal nachgucken. Was wird der voller Leute sein? Alter. Und ich hasse diese Typen. Hey, Arschloch, ich durchziehe dich. Ja, als ob. Marshmallow schießt. Was für ein Nervenkitzel. Okay. Das heißt, wir haben hier alle erledigt. Und wir gehen zurück
Hier hinten in den Garten. Alter, willst du mich verarschen? Pisser. Zeit haben wir noch genug. Hier vor uns ist keiner. Okay, jetzt könnte eins gleich einer kommen. Ich denke mal, er ist hier vorne irgendwo. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Zwei, drei Stück sind hier, glaube ich, noch. Oh, Alter, war das knapp. Guckt unser Leben an. Ach so, das war ja noch nicht mal. Jetzt kommt der erst. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück. Okay. Wir müssen einfach nur hier lang. Hier lang. Was, hier lang? Ich glaube, ja. Nee. Hier, wo wir die umgebracht haben. Ah, da vorne. Okay. Ob der wieder drin ist? Also unten? Nee, wahrscheinlich oben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nicht, von wo die schießen können, wenn ich da oben stehe. Können die von oben irgendwie reinschießen? Sind die unten doch? Nee, die sind oben. Sind jetzt auch komplett in Panik. Wenn eventuell hier gleich herkommen. Wir haben zum Glück richtig viel Zeit. Also wir können ihn leider. Warum hat er immer dieses Outfit in den Zwischensequenzen an? Das war auch schon am Anfang, als wir das Spiel gestartet, also als wir das DLC gestartet haben, da hat er auch dieses Outfit an. Und am Ende von dem ersten DLC, in einer Szene am Ende, hat er für einen Bruchteil von einer Sekunde einfach nur dieses Outfit auch an. Rang C. Schade. Erfolgreich. Gratuliere, du hast Jimmys Vendetta abgeschlossen. Du kannst nun alle Missionen wiederholen, um dein Ergebnis in den besten Listen aufzubessern. Gespeichert wird nur das jeweils beste Ergebnis einer Mission. Okay. Cool. Das war's. Dann haben wir Jimmys Vendetta abgeschlossen. Der hat ja automatisch, jetzt müsste er gespeichert haben, ja genau. Okay, cool. Hm. So, dann sind wir durch mit Jimmys Vendetta. Das nächste ist jetzt Joey's Adventures und dann sind wir durch mit Mafia 2 Definitive Edition. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist ein bisschen flach natürlich, aber es trotzdem, ja, macht ja trotzdem Spaß. Ein schönes Spiel, schön anzusehen. Das Autofahren sehr schön gemacht. Ja, ein sehr
ist trotzdem ein sehr unterhaltsames Spiel. Okay, dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge auch wieder. Und bis dahin, wie immer, habt eine schöne Zeit. Ciao.